Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde zu Assassin's Creed Valhalla. Heute sind wir unterwegs außerhalb des Handschuhs. Ja, wir haben nämlich das Ding in der Hand, ne? Wir haben es in unsere Tasche eingesteckt und dürfen nun zurück. Aber ich denke mal, wir machen auch Kapitel 3. Finde ein Geschenk für ein Gundlöd, denn ansonsten sind wir doof, wenn wir dann ans Fest gehen und nichts haben. Das wäre schon scheiße, an ein Fest zu gehen, ohne ein Geschenk zu haben. Das würde wahrscheinlich nicht gut ankommen. Sage ich. Ja. Vielleicht hat es gewürgt, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So. Erbärmlich. Wirklich? Also wenn das erbärmlich ist, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, der Haas ist wieder weg, ne? Ist irgendwie schade. Warum ist das echt schon wieder? Ach, heute gibt es noch mehr von den Kollegen. Das ist aber Spezialmusik hier, ne? Für die Kollegen hier aus Jötunheim. Aus denen kriegen wir keine Pfeile raus, ne? Aber gibt es ja genügend in Mais versteckt oder so ähnlich. Oh. Müde. Oh, ja, ja, ja. Überall sind wir. Überall. So, 280 Meter. Oh. Das wird da spannend hier. Wohin los? Also ich glaube die Kollegen, ich weiß nicht was mit denen los ist, aber die sind echt nicht zu gebrauchen. Sorry. Es tut mir in der Seele leid, warum sind die eigentlich so... Oh. Was siehst du da oben, Sühnen? Ja, irgendwo da hinten durch, ne? Einfach mal den Weg entlang hier durch und dann sind wir schon da. So in der Art wäre das eigentlich das Beste. Dum, di, dum, di, dum. Bom, 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 bom. Dann hätten wir es eigentlich schon. Wenn wir da hindurchgehen, dann würden wir uns relativ viel ersparen. Hier stand einst Trüms Haus, bevor es der Zerstörung anheimfiel. So nicht.
Da kommen noch mehr. Ja, hallo. Wer will noch mehr? Wer hat schon? Was ist denn jetzt gesoffen? Oh, in den Berg kriegen wir den lockerer hin. Die schmeißen sich ja selbst in den Arsch. Also sorry, jetzt noch als Katze rumzulaufen oder als Bär. Das Jüttenheimer hätte uns die bestimmt mehr Probleme bereitet. Hier, mal gefunden. Eben doch. Da oben ist auch noch eins. Hier haben wir nichts. Okay, das ist also schon irgendwie speziell. Und hier ist der Weg dann zu Ende. Haben wir diese spezielle Magie wieder. Und das ist so immer wieder diese Jötenheimer Magie. Müssen wir hier mal... Ich meine, hier ist ein Haus, ne? Kälte lässt einem den Atem im Leib gefrieren. Loki erzählt oft davon, wie Trüm Thors Hammer stahl. Es scheint, seine Beschreibung von Thors Wutanfall war nicht übertrieben. Der macht doch unten durch, ne? Hier hinten haben wir noch was. Hastig kriegte Nachricht. Der Gott des Donners ist unter uns. Der Jütentöter hält seinen Hammer in der Hand. Er kann verschleiert ein Hochzeitskleid um Trüm blind vor Lust, hielt ihm für Freya als Äsir. Ah, der Äsir. Als er seinen Schleier abwarf und Mjölnir ergriff, rannte ich. Ich höre ihn morden. Ich höre die Schreie meiner Brüder und Schwestern. Ich habe mich erschlossen, doch kein Schloss wird dieser Hammer widerstehen. Ich habe mich eingeschlossen. Ich kann nicht hinaus. Er kommt. Ich kann nicht hinaus. Ja, und jetzt sitzt er hier, ne? Was denn hier? Für jedes Trüm. Für jedes Truhenschloss. Nicht aber für eins. Für jedes kacke Schloss. Mockholz, können wir da durch? Nö. Wie kommen wir denn da hinten ran?
Da hinten waren wir, ne? Und von hier sind wir gekommen. Ach, das ist doch alles nur Mumpitz und Quarz und ich hasse dich und tralala und hier kommen wir nicht durch und... Können wir hier hoch? Weißt du, Schnee und so? Geht nicht, okay. Schade. Und hier kommen wir nicht hoch. Und hier schon gar nicht, ne? Sind die Schlösser hier unten irgendwo versteckt? Mal kurz, ist es der einzige, wie gesagt, mehrere Schlösser, ne? Viele mehrere Schlösser. Okay. Thors Brautreif. Dieses Geschenk würde Gunnlöds Aufmerksamkeit erregen. Heißt, es wird nur unten durch gemusst müssen. So, jetzt kommen wir auch hier durch. Rein in die Bude. War mal schön, ne? Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Hallo. Das ist ja ein Mensch. Hey! Hier leben auch Menschen? Sind die überhaupt willkommen? Also wir sind es ja nicht, ne? Aber... liegt vielleicht auch an der Macht, dass wir hier eh problematisch sind. Dass wir hier gar nicht mal willkommen sind. Hat er uns einfach mal ausgedrückt oder was? Werden die hier einfach mal... Werden die Leute hier gekerkert? Also... Sühnen, leite mich. Als Arbeiterin, als Arbeiter missbraucht oder... Kann man nicht vorstellen, aber... Okay, da oben müssen wir hin bei dem großen Haus. Hey!
Den anderen scheint es offenbar gut zu gehen. Na, und die anderen? Die sind hier wohl erwünscht. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Runde. Vielen lieben Dank. Das war's. Tschüss und ciao.